Obdachlos. Das klingt schon. Es klingt schon danach, wonach es halt klingt. Und das ist nicht gut. Ich glaube, wir werden immer noch gesucht. Ich habe jetzt gar nicht geachtet, auf welche Zeit das spielt. Aber ich glaube, es ist nachgejagt, ne? Das heißt, wir werden von der Polizei immer noch gesucht, müssen uns verstecken. Und sie sieht überhaupt nicht gut aus. Das zieht einen extrem runter, oder? Wenn man so sieht, wie tief sie tatsächlich gesunken ist, wie weit unten sie ist. Und wie wenig Kraft sie eigentlich überhaupt noch hat. Das tut einem irgendwie voll weh. Tatsächlich. Bist du halb am Erfrieren, halb am Verhungern und eigentlich musste man sich in dem Moment fragen, was willst du vom Leben noch? Hat sie denn überhaupt einen Lebensgrund? Weil Aiden ist ja theoretisch auch kein Grund zum Leben, weil das ist ja kein menschlicher Freund in dem Sinne, sondern halt eher ja, verwandtschaftliche Freundschaft. Und hat sie einen Grund, warum sie leben möchte, wenn sie gesucht wird? Ist halt die Frage. Nathan? Jody? Jody, wo bist du denn? Die Monster. Die sind überall. Großer Gott, Jody, was ist mit dir? Ich bin müde. Ich bin so fertig. Ich glaube, ich schaff's nicht mehr. Sag mir doch, wo du bist. Ich komme. Ich komme jetzt sofort, Jody. Jody! Die Sache ist, Nathan ist eigentlich jemand, dem man vertrauen kann. Nur wenn wir jetzt zu Nathan gehen, wird der uns doch an die CIA ausliefern, weil die arbeiten ja. Oder die DPA ist halt eine Einrichtung der CIA. Und die Sache ist halt, wenn wir zu Nathan gehen, liefern wir uns freiwillig aus. Und das ist das Problem, vor dem sie steht. Da ist jemand. Und sie kann nicht mehr. Und vor allem umgeben sie die Monster. Ist es so, dass wenn sie schwach ist, leichter angreifbar ist? Bestimmt, oder? Die kommen halt auch immer wieder. Können wir den da... Scheint auch ein Obdachloser zu sein, der wühlt in der Mitte, ne? Können wir ihn auf sie aufmerksam machen? Vielleicht ist er wohlgesinnt und nett. Ich hoffe es und gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir hier keinen Fehler machen. Komm, sieh her, sieh her. Das tut mir voll leid. Das zieht einen extrem runter, oder? Sieht, was aus jemandem geworden ist. Hier, komm. Guck doch jetzt mal bitte hierher. Hier liegt eine Frau bewusstlos. Ein Mädchen. Ich weiß nicht, wie alt Jody da ist. Was ist los? Guck doch einfach her. Guck doch. Komm. Ha. Ja, so ist richtig. Genau so. Und er nimmt sie mit. Das ist ein guter. Gott sei Dank. Gott sei Dank gibt es noch gute Menschen. Jody, nein! Komm schon. Ich hab schon gedacht, du wirst nie mehr aufwachen.
Wo bin ich? Das ist mein Apartment. Nicht so luxuriös, aber es reicht. Ich habe dich gefunden vor ein paar Tagen. Du warst ziemlich hinüber. Du hast dich um mich gekümmert? Komm schon, ist Ehrensache. Du konntest da nicht bleiben. Eingehen wie ein Hund auf der Straße. Das ist unfassbar, Mensch. Ich bin Stan. Wie heißt du? Jody. Willkommen im Land der Lebenden, Jody. Es ist schön, mal wieder Gesellschaft zu haben. Etwas Kaffee? Stark. Schmeckt echt scheiße, aber ist gut gegen die Kälte. Und es sind immer die, die am wenigsten haben, die dann irgendwas abgeben. Klar, ist wieder Klischee, aber es ist so traurig, dass gerade solche Leute dann ihren letzten Kaffee oder ihr letztes Fläschchen Wasser für jemanden ausgeben, den sie überhaupt nicht kennen. Also im Prinzip uns. Und damit aber eigentlich ein Leben gerettet haben, was anderen Menschen völlig egal war. Und das ist sowas von... Vorsicht, Heiß. Eigentlich voll herzzerreißend, wenn man bedenkt, wie nobel einige Leute sind und wie ignorant andere. Und das ist halt immer die sind, die am wenigsten haben. Wie lange bist du schon auf der Straße? Helfen. Weil sie einfach nichts zu verlieren haben. Und ich glaube, wir schulden ihm die Wahrheit, wenn schon. Ein paar Wochen. So ungefähr. Bei mir sind sie jetzt schon 3 Jahre. Wow. Ich dachte schon so oft, dass ich verrecken werde. Oder komplett ab, ey. Aber man gewöhnt sich wohl an alles. Man härtet sich irgendwie ab. Auf der Flucht. Eltern. Durchgeknallter Freund, sowas. Nein, nichts in der Art. Stress mit den Bullen, ne? Naja, das ist auch echt nicht mein Bier. Solange du keinen umgebracht hast, passt es schon. Das wissen wir tatsächlich nicht. Kannst du irgendwo hin? Ich glaube, ihr Blick sagt einiges. Familie, Freunde oder sonst irgendjemand? Und wir haben definitiv jemanden umgebracht auf unserer Flucht schon. Nein. Ja, da gibt es schon jemanden. Ich will ihn nicht sehen, jedenfalls nicht so. Ryan oder Nathan? Weil Ryan ja Teil der CIA ist. Ich glaube nicht, dass der... Der würde seinen Job machen und es ausliefern, glaube ich. Wir haben tatsächlich jemanden umgebracht, halt auf der Flucht. Aber die Sache ist, die waren nicht unbedingt unschuldig. Ja gut, doch waren sie teilweise schon. Sie haben ja nur Befehle ausgeführt, uns zu holen. Wenn du willst, dann bleib. Ich habe nicht viel, aber... Wir können gerne alles teilen. Das ist so unglaublich. In so einer Situation kann man, glaube ich, nicht beschreiben, wie dankbar man für sowas wäre, oder? Klar, guckt euch das an, das sind Pappen, das ist ein alter Stuhl vom Müll. Das ist ein wahrscheinlich extrem ekliger Cappuccino oder Kaffee. Und trotzdem ist man für sowas unendlich dankbar. Und andere würden das belächeln. Ich glaube, das schulden wir ihm definitiv. Und für ihn ist es mehr oder weniger selbstverständlich. Das ist die Sache. Warum hast du mich mitgenommen? Na, ich wollte dich nicht erfrieren lassen. Ich war in der Lage zu helfen, also habe ich's. Kein großes Ding. Die Sache ist, für ihn ist es das kein... ist es das nicht, aber für uns ist es ein... es hat unser Leben gerettet. Das ist Walter da drüben. Okay, trinkt ein bisschen viel, aber er ist in Ordnung. Das ist Jimmy. Halt dich lieber von ihm fern, wenn ihm der Stoff fehlt.
Und die Kleine, das ist Thirsty, sie ist schwanger. Armes Ding. Ich wünschte, ich wäre gestorben. Ich weiß, Kleine. Ich weiß. Aber da müssen wir alle mal durch. Manchmal muss man nur durchhalten und warten, bis es um ist. Sieh mal, jeder hier hat seinen Platz. Manchmal dauert es einfach nur, bis man ihn gefunden hat. Jeder hat seinen Platz unter der Brücke, im Winter halb am Erfrieren. Ist das denn ein Leben, was man sich wünscht? Ich kann sie absolut nachvollziehen, wenn sie sagt, sie möchte sterben oder wäre lieber gestorben. Das ist so absolut nachvollziehbar. Wenn sie wirklich nichts hat, die ganze Zeit nur fliehen muss. Das ist dann auch wieder so eine Sache, die ich absolut wieder nicht nachvollziehen kann. Ich meine, ich finde das irgendwie... Es heißt immer, lauf das Leben erst in meinen Schuhen, bevor du über mich urteilst. Und das stimmt, du kannst über einen Menschen nicht urteilen, wenn du nicht in seiner Lage bist, weil halt jeder Mensch auch anders denkt, fühlt und handelt, natürlich. Aber ich verstehe nicht, auch wenn man so weit tief unten ist, warum muss man sowas nehmen? Warum? Das verstehe ich nicht. Genau, das verstehe ich auch nicht. Mädel! Du bist zurück von den Toten? Halleluja! Preise den Herrn! Willkommen in unserem magischen Königreich, my lady! Super toll. Tuesday. Schwanger in so einer Situation. Wahrscheinlich auch wieder extrem scheiße, oder? Hi. Hi. Das muss so scheiße sein. Wenn du wirklich... Das Problem ist, in Amerika ist ja die Sache... In Deutschland wäre das eigentlich kein Problem. Da sollte es eigentlich so... Deutschland sollte so stabil sein, dass sowas nicht zustande kommt. Ich meine, wir haben trotzdem Obdachlose jetzt nicht in unserer Region. Habe ich noch nie welche gesehen. Aber in Großstädten haben wir das trotzdem. Was eigentlich nicht verständlich ist, denn wir haben ja Hartz IV und so ein Kram. Also wirklich viele Versicherungen, die dich auffangen, wenn es dir gerade schlecht geht. Und da verstehe ich nicht, warum bei uns so viele Obdachlose rumlaufen müssen. Aber in Amerika ist die ganze Sache ja für Leute, die das vielleicht, nicht unbedingt wissen, ist es ja anders, ne? Und du kannst eigentlich auch nicht ins Krankenhaus, wenn du keine, also die meisten haben ja da einfach keine Krankenversicherung. Und das ist die Sache, dass wenn du jemand Hochschwangeres hast, die das Kind auf der Straße bringen muss, weil es ihr wahrscheinlich sonst weggenommen wird, natürlich. Und das ist halt das Traurige daran. Ist es das, was ich denke, was es ist? Es ist das, was ich denke. Ich kann mir gut vorstellen, wie sie sich in ihrer Situation fühlt. Ich kann mir unglaublich gut vorstellen, dass sie jetzt schneiden würde. Also wenn ich sie nicht steuern würde, würde sie das tun. Ich glaube aber, dass wir nicht sterben können, weil es ja auch noch ein Leben danach gibt, laut Zeitstrahl, und hier kein Game-Over-Screen, theoretisch. Ich denke, Aiden wird da irgendwas machen und dazwischen gehen. Weil wenn wir sterben, ist er ja dann auch tot oder so. Und ich glaube halt, dass sie es wollte. Oh, danke. Danke. Ich glaube halt, dass es ihr Wunsch wäre. Sie hat auch gesagt, sie möchte sterben. Und ich kann es in so einer Situation absolut nachvollziehen. Wenn du keinen Grund hast, zu leben. Leben. Geh weg von mir, verfluchte Scheiße. Hey, Kleine. Pass bloß auf mit dem Ding, ist ziemlich scharf.
Im Prinzip waren wir fast tot und uns hat jemand ins Leben zurückgeholt, obwohl wir es nicht wollten. Dafür muss man dankbar sein, klar. Aber wenn sie halt lieber gestorben wäre, ist das... Ich kann mir vorstellen, sie wird es, aber die Sache ist, dass wir eh nicht sterben können. Wir haben nichts mehr zu essen. Ich muss jetzt was besorgen. Willst du sehen, wie es bei uns so läuft? Die Sache ist, sie hat halt wirklich nichts. Und wenn man aufgegeben hat, dann hat man es aufgegeben. Dann... Das Schlimmste, was jetzt jemand in seinem Situation... Naja, ich komme. Das Schlimmste, was jetzt jemand in so einer Situation sagen würde, und das sagt man immer. Also ich kann sie, also grundsätzlich kann ich sie absolut nachvollziehen, wenn man sagt, man möchte sterben. Und das ist immer eine Entscheidung, die man über sein eigenes Leben fällen kann und die ich finde man auch... Komm, folge mir! Wenn man sterben möchte, gibt es immer Wege und man würde sie finden. Und... Außer jetzt natürlich für Jodie. Und das macht es für sie so schwer, dass sie nicht sterben kann, dieser Umstand, dass sie da die freie Wahl nicht hat, die wir alle anderen haben, macht das Ganze natürlich noch viel schlimmer. Wir brauchen etwa $5, das reicht für was Wahres. Und wir versuchen es hier. Dann sagen halt immer viele Leute, und das ist das Schlimmste, was man in so einer Situation sagen kann. Ja, es gibt doch, es wird besser, es gibt bessere Zeiten. Und klar gibt es Hoffnung auf Besserung. Die gibt es immer. Aber das möchtest du in so einem Moment nicht hören. Mir ist so kalt. Zu sagen, dass es besser werden kann, ist... Ich bin am Verhungern. Tja, du wirst warten müssen, bis wir Geld kriegen. Denk an was anderes. Zu sagen, dass es besser wird, ist so unheimlich leicht. Das kann jeder sagen. Wie lange braucht man für $5? Tja, weiß nicht. Das hängt ganz von den Leuten ab. Vielleicht ein paar Stunden oder eine Woche. Hey, Stan. Ich glaube, das macht wenig Sinn. Wir sitzen beide am selben Platz. Ich versuch's mal da drüben. Viel Glück dann. Zu sagen, es wird besser. Das kann jeder, das kann ich, das kannst du, das kann wirklich jeder. Und die Sache ist, dass die Leute, die es sagen, einfach meistens nie in so einer Situation waren. Und das so... Das ist einfach... Man kann es so leicht sagen, aber es passiert so schwer, dass es sich wirklich bessert. Klar gibt es immer Hoffnung auf Besserung, aber die kommt nicht von heute auf morgen. Und Leute, denen es echt schlecht geht, die wollen sowas eigentlich nicht hören. Ich wollte das nicht hören. Ja, morgen sieht die Welt doch schon wieder anders aus, weil das klingt so von wegen, deine Probleme sind so nichtig. Und das sind sie auch im Vergleich zu anderen, die wirklich ernste Probleme haben. Aber das hörst du in so einem Moment nicht gerne und das... Hilft auch nicht. Und es gibt Hoffnung auf Besserung. Die gibt es immer. Aber wenn du so tief bist und so weit unten und sowas von nicht mehr kannst, dass du wirklich daran denkst, dich umzubringen, dann hast du die Hoffnung eigentlich aufgegeben.
Und das ist das Traurige dabei. Und ich befürworte... Ne. Origami Killer Strikes Again. Seventh Opfer. Das spielt zur selben Zeit wie Heavy Rain. Ich befürworte Selbstmord theoretisch nicht unbedingt. Aber wenn man als Mensch keinen Ausweg mehr sieht und wirklich, wenn man es wirklich möchte, dann bringt es auch nichts, im Leben zu bleiben, wenn man jeden Tag dafür nur unglücklich ist. Das ist so meine Meinung dazu und es ist echt traurig, so... Seit wann ist die Stadt so ein Ghetto? Hey, das ist doch nichts Neues. Die Wirtschaft läuft eben nicht. Manche machen halt schwere Zeiten durch. Ja, echt wahr. Echt wahr. Ach, dieses Kapitel stimmt mich melancholisch. Das ist ganz schlimm. Die ganze Zeit so leichte Pipi in den Augen. Stan hat was im Müll gesucht. Vielleicht finden wir hier auch was. Würde man das tun? Scheiße. Wenn man so viel Hunger hat, bestimmt, oder? Ich glaube, das würde man in so einer Situation tun, oder? Wenn du wirklich nichts hast. Ich halte das nicht mehr aus. Und auch keinen Ausweg hast, das ist die Sache. Ich meine, sie könnte verhungern, theoretisch, ne? Das ist die Sache, aber das ist ein grausamer Tod. Da wäre Springen so viel einfacher. Und das kann sie nicht. Weil Aiden es dir irgendwie verbietet. Können wir betteln gehen? Ich habe Hunger. Hätten Sie vielleicht irgendwas für mich? Betteln? Nicht bei mir hier. Bitte. Bitte, es ist so kalt. Und ich... Mach dich vom Acker, Herzchen, sonst rufe ich gleich die Cops. Das ist hart, aber ich kann das so als Shopbesitzer, man muss ja auch irgendwie um die Runden kommen. Und wenn jetzt jeder Obdachlose ankommt und was zu essen haben möchte, bist du auch pleite. Es ist hart, aber so ist es halt. Das ist die Sache. Hey, Melly. Willst du ein paar Dollar extra verdienen? Vielleicht habe ich da was. Was soll ich dafür tun? Ich finde, ich für dir angefallen. Und du tust mir einen Gefallen. 10 Piepen und dann kommst du kurz mal mit mir. Ich brauche deine Knete nicht, Arschloch. Die kannst du dir in den Arsch stecken. Ja, wo ist er hin? Ach so, ich dachte so, hä? Wo ist er hin? Ich finde... Auch in so einer Situation. Betteln geht klar. Es geht klar, vergammelte Pizza aus dem Müll zu essen. Es geht alles klar. Aber bei bestimmten Dingen hat man noch einen Stolz. Das würde ich zum Beispiel niemals tun. Also nicht den Akt, aber aus Verzweiflung und weil man Geld braucht. Und egal wie schwer es gerade ist, sowas sollte ich keinem antun. Und vor allem halt Jody nicht. Sowas ist einfach... Und für $10 sowas würde ich nicht tun.
wirklich alles betteln, erniedrigen, aber das ist mir zu krass. Oder einfach nicht in ihrer Würde. Gehört ihr dir? Ja, aber heute frieren einem die Finger ab, habe es gerade mit Spielen versucht. Willst du es versuchen? Nimm sie ruhig. Klar. Ich glaube, Jodie hatte doch als Kind eine Gitarre, ne? Das heißt, sie müsste eigentlich spielen können, oder nicht? Dann wollen wir mal sehen. Vielleicht hilft's ja. Ich meine, so bekommt man auf jeden Fall leichter Geld, als wenn man nur da sitzt. Dürfen wir das Geld nehmen oder ist es jetzt seins? Ich meine, es war seine Gitarre. Vielleicht aufteilen? Nein. Danke. Brüderlich geteilt. Genug. Sehen wir, wie es denn geht. Schön. Wie läuft's denn? Nicht gut. Du? Heilige Scheiße. Jodie, woher hast du so viel Geld? Da war ein Kerl mit einer Gitarre und ich spiele Gitarre und ich hab was gekriegt. Oh wow, das ist super. Das ist wirklich super. Warte hier, ich hole uns Essen dafür. Das Lied war so unglaublich schön, muss ich dazu sagen. Und dieser Text dazu, er passt so gut und es ist so... Das ist so verdammt traurig. Das Kapitel macht einen so fertig. Ja, wenn ihr das aber jetzt auch schon emotional fandet, dann werdet ihr euch auf den Rest des Kapitels freuen können, denn dieses Kapitel ist extrem lang. Also morgen, nicht morgen, aber in der nächsten Folge kommt nochmal eine 30-Minuten-Folge von Obdachlos. Und es wird, sagen wir so, es wird auf jeden Fall nicht fröhlicher. Es wird wirklich wieder so ein emotionales Hoch und Tief haben, wo man sich denkt, oh mein Gott, wie schön, oh mein Gott, wie traurig. Das ist ja sowieso die Schematik des Spiels, dass man sich hier ständig hin und her geht in der Gefühlslage. Erst ist man fröhlich, dann ist man wieder traurig und dann hin und her, wirklich. Und das ist ja auch das Gute an dem Spiel, was das Spiel letztendlich auch ausmacht. Und naja, ich bin froh, es spielen zu können. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie seht ihr das, vor allem jetzt halt mit der Sache des Selbstmordes. Seid ihr da
der Meinung, Selbstmord ist eine Sünde oder so, man sollte das auf keinen Fall tun? Oder seid ihr auch der Meinung, wenn man keinen anderen Ausweg sieht, sollte man es tun? Ich habe ja hier meine Beweggründe so ein bisschen teilweise auch erklärt und ich hoffe, ich konnte euch damit so, dass ich es euch rüberbringen konnte, wie ich es meine. Ich bin natürlich nicht für den Selbstmord oder so, aber ich finde halt, man muss, naja, ich habe es ja oft genug erklärt, ne? Und könnt ihr gerne mal, mich würde halt wirklich interessieren, wie seht ihr das Ganze? Und hättet ihr an Jodys Stelle aufgegeben? Würdet ihr weiterkämpfen in der Hoffnung, es wird besser? Wie seht ihr das Ganze? Und naja, allgemein eure Meinungen zu dem Kapitel bis jetzt. Es ist ein, meiner Meinung nach, unglaublich gutes Kapitel und eines der emotionalsten im Spiel. Und das macht es halt auch so unglaublich gut, ne? Dann hoffe ich erstmal bis hierhin, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen dieses emotionalen Spieles Beyond Two Souls. Und wir sehen uns dann hoffentlich auch in der nächsten Folge wieder zum Ende der Obdachlos-Episode. Und ja, ich würde sagen, bis dann, ne?